Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette. Grüß euch miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, begrüßen euch ganz herzlich beim Teleclub und beim Kickoff. Wir hatten eine Nazi-Pause, wir hatten Göpp-Pause. Das ist alles gut und recht, da wird schließlich Fußball gespielt. Aber irgendwie ist doch der Alltag einfach, wenn die Meisterschaft wieder startet. Und jetzt geht es also endlich wieder los mit der Raiffeisen Super League. Wenn ihr nicht mehr ganz an Schuhe seid, ich kann das verstehen, wir gehen in die Runde 7. Wir haben das Gefühl, die Meisterschaft ist Monate alt, aber wir haben erst 6 Runden gespielt, die 7. die wir jetzt also da vor der Brust haben. Und von diesen 5 Partien wollen wir uns heute Abend 2 rausnehmen. Der Spitzenkampf IB gegen Basel. Und ich wage mal zu behaupten, nach über 2 Jahren hat das Wort Spitzenkampf wieder eine andere Bedeutung. Es ist wieder ein echter Spitzenkampf. Und wir reden über das Derby von Xamax gegen FC Sion. Xamax, der endlich mal gewinnen will. Und Sion, der sich als dritte Kraft im Land natürlich etablieren will. So, ich rede mit meinen beiden Fußball-Experten, mit dem Benjamin Lüthi und mit dem Philippe Montado. Habe die Ehre, Mann. Willkommen. Aber, danke. Die Pause gefühlt die Ewigkeit. Philipp, geht's doch so? Das ist richtig. Heutzutage ist es gut, man kann den Fußball immer verfolgen. Aber ich glaube, was uns immer brennend interessiert, ist vor der Haustür. Und da ist natürlich die Meisterschaft immer. Ja, nur etwas spezieller und wir verfolgen das natürlich auch genauer. Aber es ist auch interessant, jetzt diese Woche unsere Schweizer Mannschaft international zu verfolgen. Ja, reden wir gleich darüber, über die Europa League. Der Auftritt von Basel gegen Krasnodar, gegen ein Schwergewicht, das dreifache Budget, die gibt es erst seit 10-11 Jahren, sind aber Stammgast in Europa. Jetzt haben die 5-0 auseinandergeschraubt. Mhm. Bist du überrascht gewesen? Es war beeindruckend gewesen, also eben, sie haben gewonnen, sie haben 3 Punkte geholt, 5-0. Aber vor allem die Spielfreude, die sie ausgestrahlt haben, sie haben das ganze Stadion mitgenommen. Es hat mich schon überrascht, jetzt, mit dieser Art und Weise, wie sie so auftreten sind. Und es ist jetzt so, ja, super für einen Spitzenkampf, dass jetzt Basel mit dem Selbstvertrauen dort reinkommt und IB fordert. Den Teil Basel wollen wir aufnehmen, wenn wir über die Partie reden. IB gegen Porto. Sie waren enttäuscht, sie konnten nichts mit heimnehmen. Sie waren einfach zu wenig mutig, vor allem in der ersten Halbzeit. Ja, es war natürlich noch schwierig, um das Ganze abzuschätzen, wie steht Porto, was ist das für eine Mannschaft. Und, ich glaube, sie haben einfach eine Halbzeit gebraucht, um das Ganze ein bisschen, ja, zu merken, hey, da innen ist etwas möglich, dass wir in Porto auch Punkte holen können. Und leider haben sie es zu spät gemerkt, weil was sie in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, war absolut top gewesen. Dass du in Porto so kannst auftreten kannst, kann ihnen sicher auch Selbstvertrauen für die Meisterschaft wiedergeben und vor allem für die nächsten Spiele in der Europa League, dass sie wissen, hey, wir können sogar in Porto bestehen, wenn wir von Anfang an unsere Leistung abrufen können. Lugano hat verloren, 0-2 gegen Kopenhagen. Man hat sich auch dort, man hat sich nicht grundsätzlich schlecht verkauft. Ja, welchen Preis haben sie gezahlt? Naivität oder Passivität? Ich glaube schon, wo wir mit Thun das erste Mal dabei waren, mache ich Brauch für das ganze Gefühl, ein bisschen zu spüren und so. Und Lugano ist sehr schwer gestartet dort. Sie sind unter die Räder gekommen, sind nachher später reingekommen. Aber es passt doch in die Phase von Lugano, wo es läuft im Moment einfach nicht. Und mit ein Glück hätte sie noch einen Unentschieden holen können. Aber ich glaube, die Niederlage war verdient schlussendlich. Also, die jeweiligen Stellpässe, die wir jetzt ein bisschen einlassen, die wollen wir dann aufnehmen. Gehen wir aber so richtig Spitzenkampf. Der Meister, der BSC IB, spielt daheim gegen FC Basel. Und wir haben uns von beiden Teams mal ein paar Spieler rausgeschnappt und haben im Hinblick auf den Spitzenkampf ein paar Thesen vor der Nase getan. Ich habe das Gefühl, wir bieten den Zuschauern attraktiver Fußball. Der FCB hat vielleicht jetzt mehr Punkte als das effektive Fußball gespielt, kann man so sagen. Aber ich glaube, wir bieten ein bisschen mehr auf dem Rasen. Das denke ich nicht. Jeder sieht den Fußball anders. Aber wir zeigen in dieser Saison viele schöne Kombinationen und schießen viele Tore. Ich würde jetzt mehr den Vorteil sehen in unserem Stadion, dass es doch immer recht gut gefüllt ist, wenn nicht ausverkauft. Und das macht es sehr schwierig, sicher für die Auswärtsmannschaften, die hierher kommen. Und wir spielen auch guten Fußball daheim. Und die Kunstrasse wird häufig als Ausrede gebraucht, finde ich. Ja, ich würde sagen, es ist sicher ein kleiner Vorteil. Ich kenne sie auch noch von meiner Zeit bei Thun, die 2 Jahre, die ich dort gespielt habe. Da ist man sich den Fußball einfach gewöhnt auf dem Kunstrasen. Und ja, man weiss, wie der Platz ist, wie die Bälle fliegen, wie die Bälle am Boden laufen. Und ja, dann ist sicher ein kleiner Vorteil, aber nichtsdestotrotz geht es schlussendlich um den Fußball und man kann auch dort das Spiel gewinnen. Puh.
Das kann ich sicherlich nicht befürworten in dem Sinn. Wir sind immer noch hungrig. Wir haben jetzt 2 Titel geholt. Wir wollen den dritten anlegen. Logisch haben sie jetzt wieder Hunger bekommen vom Meistertitel. Das glaube ich schon. Aber dass unser Durst schon gestillt ist, das ist definitiv nicht der Fall. Ouais, c'est clair, ils ont gagné les deux derniers championnats, donc klar, sie haben die letzten beiden Meisterschaften gewonnen. Jetzt wollen wir diesen Pokal zurückholen für die Fans und für die Stadt. Sicher wollen auch sie den Titel wieder, aber wir wollen zeigen, dass wir ihn wieder gewinnen können. Ich würde jetzt auch nicht von einer Vorentscheidung reden. Die Saison geht noch extrem lang. Es kann noch so viel passieren. Und uns ist auch klar, dass das nicht das ausentscheidende Spiel ist, aber dass es ein wichtiges Spiel ist für uns. Ja, ich glaube, es ist definitiv noch zu früh, zu sagen, nach dem Spiel, wer Favorit ist. Aber sicher sind es sehr entscheidende Spiele, die Direktbegegnungen. Und darum müssen wir das unbedingt gewinnen. Nehmen wir die Frage auf: Wie entscheidend ist es denn, wenn Basel gewinnt? Hat man 4 Punkte Vorsprung? Entscheidend. Wir reden vor 7. Runde. Eben, wir müssen schon klarstellen, wir sind in der 7. Runde. Und, ich sage, es geht sicher mal ums Prestige. Ich glaube, für den FC Basel ist es sehr wichtig, wenn sie das Spiel gewinnen könnten, und das ist noch in Bern oben, gibt das einen extremen Schub für die ganze Meisterschaft. Und sie wissen, hey, wir sind eigentlich wieder da, das, was wir gesucht haben. Und IB, wenn sie das Spiel gewinnen können, gibt es eigentlich die Bestätigung, dass sie eigentlich immer noch das Nummer 1 sind und mit dieser Selbstverständlichkeit auch wieder in die nächsten Spiele reingehen können. Also es geht mehr um die Mentalverfassung nach dem Spiel und weniger um, sagen wir mal, eine Entscheidung, was die Meisterschaft anbelangt. Du hast es vorhin auch schon gesagt, als wir über die Europa League geredet haben. Ich meine, das 1-7 von letzter Saison, das schwirrt irgendwo noch ein bisschen um. Aber mit dieser Spielfreude, mit dieser Kreativität, mit dieser Leidenschaft, wie sie gegen Krasnodar gespielt haben, die auch, wenn man nicht Basel-Fan ist, hat es einfach gefackt, dieser Mannschaft zuzuschauen. Also, die sind richtig, richtig gut. Die sind sicher heiß und das 1-7 ist, glaube ich, nicht mehr so gross in den Köpfen. Da hat es zu viel Wechsel gegeben bei IB, bei Basel. Und jetzt nach dem Auftritt geht man sicher mit einer geschwellten Brust auf Bern. Und man ist erst. Das ist auch schon lange im Vorkommen, dass man in einem Spitzenspiel erst ist. Von dem her, ich glaube, die Vergangenheit kann man jetzt gut einfach mal die Vergangenheit lassen und jetzt einfach IB fordern daheim. Und sicher eine grosse Herausforderung für den FCB. Wenn man nach der 36. Runde, je nachdem, wie es gut rauskommt, für Basel darüber reden, kann so ein Match wie gegen Krasnodar kann das ein Schlüsselmoment sein, der den Knüppel eben löst, entsprechend? Ja, es gibt immer so ein paar Highlights oder Eckpunkte, wo man kann sagen, die sind Schlüsselmomente für die Mannschaft, dass es in die oder die Richtung gelaufen ist. Und ich denke, gerade so einer gegen Krasnodar kann ein Moment sein, wo die Mannschaft vielleicht aufgerüttelt hat, um zu sagen, hey, hör zu, wir haben zwar Anfangssaison oder in der Vorbereitung eigentlich die ein oder andere Probleme gehabt, haben wir uns gefangen und da haben wir es bewiesen, wir haben es uns selber bewiesen und da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber es ist natürlich immer schwierig zum abschätzen, was ist richtig, was nicht. Also, das habe ich in meiner Karriere erlebt und dann schaust du dann nicht zurück und sagst, genau das Spiel war entscheidend, dass wir keine Ahnung, auf den dritten Platz gekommen sind oder was auch immer. Ja, und für mich war es zu klar. Also das 5-0 ist wie, es kann kein Es kann auch ein kurzfristiger Boost sein, aber so, was so bleibt, sind so die 3-2 und in der letzten Minute Europa League. Das sind so die Momente. Aber so das 5-0 war einfach zu klar. Krasnodar hatte einfach eine Auflösungserscheinung und das war fast zu klar, für dass es so einen Effekt könnte haben. Also der Spitzenkampf, der bewegt uns selbstverständlich, uns Journalisten, uns hier im Kickoff-Studio, bewegt aber natürlich auch die Fans. Und der Baschi, der sieht sich selber eigentlich als Vertreter der Fans. Seine Gedanken zum Spitzenkampf und über die Super League. Ja, ja, hey. Ist gerade spannend, die Meisterschaft. Ah, ja, das ist ein Spiel, jetzt mal. Wir holen den Köppel alles zusammen. Okay? Ja, ja, komm, weißt du was? Ey. Ja, komm, hör auf. Denen ist ein bisschen in den Kopf gestiegen, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe die Fußballschütze gezeigt, ich kann schon verlieren. Ich habe den Gräser, der gesagt hat, was ist? Sie sehen ja vor allem, dass wir suchen den Ball nicht. Ja, das sah jetzt schon besser. Ich glaube, Basel kann wirklich seit 2 Jahren wieder einmal ein ernsthafter Konkurrent von IB werden und sein. Obwohl sie jetzt gerade das mega Stürmer-Bech haben mit den Verletzungen. Aber der Sebral, ja, grosse Hoffnungen in der Latino.
Bockenfahrer Nuzzolo. Der Nuzzolo sagt ein Reflex, oder? Den kennt jeder. Jeder kennt einen Fußballer, der beim Zeug rumspricht. Schiri mag nicht mehr. Er fühlt sich bloßgestellt. Man glaubt ihm nicht. Finde ich hure schade. Weil das landet zu wenig gute Schiedsrichter. Schiri! Penalty! Hey. Er hat mich geschöpft! Günter Netzer ist 75 geworden. Und die Wertschätzung, die der Günther von Deutschland bekommt, ist unfassbar gross. Und hast du gewusst, beim letzten Spiel von Günter Netzer, beim Pokalfinal, hat der Günter Netzer sich selber eingewechselt und schießt 2-1 für Mönchengladbach und so gewinnt sie den Pokal. Rebell. Hä? Hast du gewusst? Habt ihr euch je selber eingewechselt? Seid ihr Rebellen gewesen? Nein. Zu eurer Zeit hat man das nicht mehr. Sie waren Konformisten, glaube ich. Gut, solange er den Pokal holt, solange das Goal schießt, der Pokal holt, ist alles gut. So, mit dem Cebral hat er natürlich den Cabral gemeint, den Arthur Cabral. Oh. Der ist nach gerade mal 16 Minuten im Göpp, hat der Koller den reingeworfen gestern gegen die Russen. Was hat er für einen Eindruck? Positiv. Das ist erst seit ein paar Tagen in Basel. Ja, Maschine. Also wirklich, wirklich Stoßstürmer par excellence. Ja. Menschen wird auffallen in dieser 3-Runde hier. Ja. Ja, wir müssen es einfach so fassen. Am Breite sicher, ja. Nein, es ist auch wieder ein Element, das man eigentlich in Europa noch nicht kennt hat, ein Spieler. Und als ich das Spiel gestern gesehen habe, also ich habe wirklich den Hals gesucht. Das war wirklich ein Übergang von den Schultern. Und das sind Spieler, die du als Verteidiger nie gerne hast, die so körperlich betont spielen wie er. Zudem eine Athletik mitbringt und eine brasilianische Technik, die man eh weiss, die bringen es von Haus auf. Haus eigentlich mit. Ganz interessanter Mann. Wenn wir auch noch über IB reden, du hast gesagt, seit über 2 Jahren ist jetzt Basel wieder mal der Leader, wenn man jetzt Data Suisse kommt. In den Köpfen der Spieler, schon vor der Nazi-Pause, haben ein paar IB-Spieler gesagt, ja, jetzt sind wir wieder die Jäger und so. Die kennen das gar nicht mehr. Ändert es etwas? Vielleicht für die neuen Spieler. Die haben vielleicht einen gewissen Druck, eine gewisse Erwartungshaltung, die von außen kommt, die von sich selber kommt. Auch jetzt ist man, es läuft halt nicht, es läuft gut, aber nicht, halt nicht perfekt wie vorher. Und das hat vielleicht einen kleinen Einfluss auf den. Da gibt es den Trainer, man muss halt schauen, dass er dort ja, gut irgendwie zuhört und dass man die Spieler ein bisschen, ja, Selbstvertrauen gibt. Aber glaube, die jetzt ein länger dabei sind, bleiben, glaube, das spielt jetzt keine grosse Rolle. Der weiß, um was es geht und der weiß, wie man es auf den Platz muss bringen muss. Wir wollen natürlich nicht plötzlich dritt sein. Und wenn Sio gewinnt, der hinten dran ist, der man im Nacken hat, ist man plötzlich dritt. Prämie gelb noch nicht ganz futsch. Ich nehme an, die sind für die ersten drei dementsprechend passiert. Aber, aber der FC Sio, der ist plötzlich einfach da und spielt auswärts bei Xamax. Mir geht es Ihnen so, mit dem Kader, den Sio hat, bin ich nicht überrascht, dass man die dritte Kraft. Und gleichwohl ist man überrascht, dass es plötzlich geigert. Hat er auch schon eine gute Mischung gefunden? Ja, aber sind wir mal ehrlich. In den letzten 10-12 Jahren sagen wir ja immer das Gleiche, dass Sio eigentlich rein qualitativ unter die ersten drei gehört. Und aber sie haben so ein ausdehntes Kader mit jedes Mal 30, 35 Leuten. Und jetzt haben wir mal mit dem Stefan Aschau vielleicht einen Trainer gefunden, wo halt eine gewisse Kontinuität reinbringt in die Mannschaft hinein und vielleicht die Spieler richtig kann. Nein, ich weiß nicht, aber die Mischung Stand jetzt stimmt, in den letzten 4 Spielen gewonnen. Reden wir in ein paar Wochen nochmal. Vielleicht sieht es wieder anders aus. Oder vielleicht haben sie wirklich ihren Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, können bestätigen. Aber es ist doch alles ein bisschen ruhiger geworden. Oder CC. Es ist nicht die ganz grossen Schlagzeilen. Es ist alles ein bisschen. Wir können es hoffen, aber wir haben schon bei Bahnentrainer gedacht, so, da bringt jetzt ein bisschen Ruhe rein, ein bisschen Bodenhaftigkeit und die Mannschaft ist gut. Und irgendwie klebt es irgendwo vor Weihnachten oder irgendwann mal, wenn es ein bisschen heißer wird, klebt es wieder. Ich hoffe es für sie auch wirklich, weil es wäre spannend, wenn noch so eine dritte Kraft dazukommt. Die finanziellen Möglichkeiten hätten sie, das Kader hätten sie auch, das ist zu gross aus meiner Sicht. Aber es wäre schön, wenn dort Ruhe kehrt und dort die Leistungen im Vordergrund stehen. Und das ist natürlich. Der Transfer mit dem Sedou Dumbia, der gute, alte, bekannte in der Raiffeisen Superliga, hat eigentlich den Transfer schon bezahlt gemacht. Er hat sich nämlich 2-1 geschossen im Göpp gegen FC Aarau. Der hat knapp 90 Spiele in der Raiffeisen Superliga, 70 Goal und 18 Assists, 3-mal Torschützenkönig. In der ersten Saison bei IB war er der Joker. In der zweiten Saison war er dann eher Mehrstammspieler und bei Basel.
dreimal antreten, dreimal die Krone hast. Also, ja. Freunde. Ja. Er ist offiziell 31. Für wie viel Goal ist das noch gut? Ich sage, das ist 10, 15 ja. Goal. Ist der immer noch gut genug? Ja, das wird sich jetzt weisen, wie der jetzt die letzten zwei, drei Jahre auch verbracht, rein Fußballer ist, wie viel Biss das er auch noch hat. Also Qualität hat er bewiesen, vor allem gerade auf Schweizer Fußballplatz und auch international, wo er war, hat er doch hat er immer wieder seine Goal geschossen. Und mein persönliches Gefühl sagt, der Dumbia wird, bin ich bei dir, seine Goal machen. Inwiefern dass er es durchbringt, auch verletzungsbedingt und von der Kraft aus, die er halt hat. Er ist auch nicht mehr 20. Ja, die Schnelligkeit, die er dermassen aussehen, die hat er nicht mehr. Hat er nicht mehr. Er hat den Körper hat er noch, er hat das Näschen hat er immer noch, das ein Stürmer einfach braucht. Aber eben natürlich wirklich die Athletik, die Schnelligkeit immer noch mitbringt und das wird sich weisen. Für mich kommt es darauf an, wie er sich einfügt. Jetzt hat er, ist er die grosse Mannschaft in grossen Ligen und wie er sich jetzt in das Gefühl einfügt, ist für mich eigentlich entscheidend, weil Qualitäten hat er. Er zieht eine Aufmerksamkeit auf sich, das tut sich von den anderen ablenken, von dem her gut, aber für mich ist es wirklich massgebend, wie es der Anschluss schafft, ihn zu integrieren und wie er seine Rolle interpretiert in der Mannschaft. Fragen wir doch mal nachher beim Sedou Doumbia, was hat er eigentlich vor im Wallis? Partout où je m'en vais, je suis quelqu'un, j'aime bien gagner les trophées. Wohin ich auch gehe, ich möchte Titel gewinnen. Ich erwarte, dass ich bis zum Saisonende mindestens 2-3 Titel gewinne. Deshalb bin ich auch hier. Ich weiß, dass ich dazu fähig bin. Et voilà, je sais que j'ai les capacités pour ça. 2-3 Titel wollte gewinnen. Was könnte sie? Schweizer Meister, Cup. Der dritte bin ich am Suchen. SFL Award, irgendwie in der Mitte Jahr. Herr Ringer Kampfkühe. Torschützenkönig. Et puis voilà, würde ich sagen. Oder, wenn ich den höre reden, ich habe das Gefühl, das ist immer noch der gleiche Schnudderbub, den ich vor 10 Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Frisch von der Ebene weg, ja. Ist genau das dein Rezept vielleicht? Ja, also würde ich schon sagen. Also ich muss mich erinnern, der neben Michi Frey zum Beispiel, Michi Frey total verbissen und der macht man gegen ihn gespielt so. Und der ist echt plötzlich locker flockig weg gewesen. Ich glaube, es ist wie alles einfach so im Fluss, wenn es läuft. Und also wie er redet, das ist wirklich, ich glaube, das kann er auf den Platz umsetzen. Also das könnte wieder so ein Mosaikständchen sein, wo hilft. Wenn wir noch schnell über Xamax reden. Der letzte Sieg in der Barrage. Im Penaltyschiessen. Warum hat es der Joel Mannia mit dieser Mannschaft? Lauter Unentschieden und Niederlagen. Warum ist noch kein Dreier da? Ja, jetzt müssen wir mal. Also das, was sie gemacht haben. Ist Xamax... ein Tagesgeschäft, Philipp. Ja, weißt, ja, auch wenn es erst 6 Runden sind, weiss es du. Ich habe es bei dir. Aber wenn man die Mannschaft sieht, die Entwicklung von dieser Mannschaft, die sie haben, von letzter Saison zu jetzt, man hat immer gesagt, Xamax, oh, kein Spieler mehr unter Vertrag, noch zusammengewürfelt die Mannschaft, sie haben kein Geld, sie sind ein neuer Trainer, unerfahren in der Super League. Das geht gar nicht. Anschluss ist wirklich der grosse Baumeister von dem Erfolg, den sie haben. Und doch, die Auftritte, die sie haben in den ersten 6 Runden, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte jetzt der ein oder andere Punkt noch mehr verdient als jetzt die 4, die sie haben. Weil sie versuchen, aus ihrem Schneckenhäuschen rauszukommen, nicht nur einfach alles auf die Defensive aufbauen und den Nutzer vorne. Sondern sie, wie es der Anschau ändert gemacht? Wie es der Anschau eher gemacht ist. Sondern man hat ein bisschen mehr Variable im Spiel, dass sie doch mehr versuchen, nach vorne zu spielen. Wenn man das Spiel anschaut, das sie gegen St. Gallen gespielt haben, wo sie 1-1 gespielt haben, haben sie in der ersten Halbzeit ihre Mauertaktik gehabt, wo sie wirklich hinter ihnen gestanden sind. Hat nicht funktioniert. Und in der zweiten Halbzeit hat er doch gemerkt, mit einem 1-2 Wechsel, den er gemacht hat, dass sie höher müssen, eigentlich angreifen, auch ein bisschen offensiver spielen und dementsprechend das Spiel gekehrt. Also sie sind variabler geworden und erfrischender. Mhm. Und dann ist man natürlich einfach wahnsinnig limitiert vom Budget her. Ja, das ist man. Also, aber ich glaube, jetzt mit dem versucht man wirklich, so wie es Philipp gesagt hat, das Beste rauszuholen. Ein bisschen mehr Flexibilität, aber gleich auch abwägen vom Risiko. Und jetzt sind sie halt 4 Unterschiede rausgekommen. Da muss man jetzt noch ein bisschen mehr Risiko, ein bisschen weniger Risiko. Ich habe das Gefühl, da fehlt nicht viel, um wieder ab und zu mal 3 reinzufahren. Dann hat man ein mehr Punkte. Ich glaube, das ist jetzt Xamax in dieser Saison. Hat eine gewisse Konstanz. Und sie müssen schauen, dass sie kein Loch bekommen. Aber ich habe das Gefühl, Xamax hält seine Punkte. Mal 3, mal 1 Punkt. Es wird sicher knapp bis zum Schluss, aber das haben sie gewusst und sie sind limitiert, wie du gesagt hast. 9 Punkte trennen sie der Tabelle, also aufgrund des Papiers natürlich der FC Sion hochhöher Favorit, kann ich das sagen. So, wenn ihr aufpasst, dann merkt ihr, jetzt haben wir über 2 Matches geredet. Da fehlen doch noch 3. Das Duell der Köpfverlierer.
Das frühe Cup-Out für den FCSG eine herbe Enttäuschung. Wie geht Peter Zeiglers Team damit um? Besonders heimstark ist Grün-Weiß bisher nicht. Von 3 Heimspielen gingen deren 2 verloren. Auch für Servet ist die Cup-Saison vorbei. Wie reagiert der Aufsteiger auf den ersten Rückschlag der Saison? Zeigen die Grüners Kämpferqualitäten und setzen ihren starken Super-League-Start fort? Ein Sieg gegen Tabellennachbar St. Gallen und Servet etabliert sich im Leader-Quartett. Das Krisenduell. Die Zürcher erst mit einem Sieg brauchen dringend Punkte. Sonst droht Blau-Weiß abzurutschen. Zuletzt die 0-4 Blamage gegen IB. 14 Gegentore, die schlechteste Defensive der Liga. Eine Reaktion muss her. Sofort. Ebenso beim FC Thun, der sehnsüchtig auf den zweiten Saisonsieg wartet. Den ersten erlangten die Berner Oberländer vor 6 Wochen in Luzern. Deshalb könnte das Auswärtsspiel in Zürich genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Ja, das könnte dreimal der ziemlich heiße Tanz noch werden. Reden wir schnell über Lugano gegen Luzern. Wir haben gesehen, Lugano gegen Kopenhagen. Ein bisschen Erfahrung gefällt, ein bisschen naiv gewesen, vielleicht ein bisschen passiv gewesen. Wer da verliert, ist dem Seich. Da sehen wir das Gegengol noch, wo der Siegestreffer eben war. Der Bengtson und dann ist, glaube ich, der Santos, der Game-Winner hat geschossen. Luzern, Schwegling, denke verletzt. Lugano hat man Anfangswoche gehört, dass man NZ seine Zündschnur nicht mehr so lange wie auch schon. Der Celestini muss, glaube ich, gewinnen. Das muss er. Bleibt es dort um? Ja, wir kennen den Präsidenten im Tessin unten, der nicht immer viel Geduld hat, wo schnell mal wieder einen Trainer entlässt. Ich bin der Meinung, er hat mit dem Celestini einen guten Draht, den man hört, wo auch ein Respekt drin ist. Aber schlussendlich, wenn man in so eine Negativspirale reinkommt. Und 4 Niederlagen. Und die Mannschaft ist teuer. Qualitativ haben wir gesagt, gut. Sie haben gut top, verstärkt. Top angefangen und haben jetzt komplett echt den Vater verloren. Und da ist natürlich die Frage, wie läuft es intern, wie erreicht der Trainer die Spieler noch. Und das werden sie genau beobachten. Luzern müsste auch, klar, mit gegen IB ein Unentschieden rausgerückt. Aber auch dort, man hat das Gefühl, die Rädli irgendetwas greift dort auch noch nicht. Ich glaube, so IB-Heimmatch sind nicht wirklich massgebend für Luzern. Da kann man mal extra arbeiten. Aber ich glaube, der Alltag ist eben genau so ein Match, wo man wirklich muss beweisen, dass man gefestigt ist. Und das habe ich jetzt bei Luzern auch nicht das Gefühl. Es ist so ein Haus, das im Klapper ist. Eben der Schwegler, der so eine Aktion macht mit einer roten Karte. Das ist etwas, was so zeigt, für mich, das ist ein bisschen unruhig. Es ist gefühlt ist nicht so harmonisch. Muss so nicht immer, aber ich glaube, es ist so ein bisschen im Lottern dort. Ja. 50-50. Was kann Lugano? Die Spieler sagen ja immer, wenn man verliert, muss man etwas mitnehmen. Was kann der Lugano mitnehmen jetzt aus dem Kopenhagen-Match? Wenn du verlierst, dann hast du verloren. Dann nimmst du einfach Niederlage mit. Aber das hast du nicht mehr. Das habe ich nie gesagt. Ich habe selten verloren. Der Dabrella hat gestern 3 verschiedene Fragen, 3-mal die gleiche Antwort. Es kommt schon gut. Also, weißt du, man kann schon. Es ist in der Europa League, das ist schon mal ein Erlebnis, darf man auch mal einfach so sagen. Also, das ist immer noch Lugano. Es ist immer noch Lugano. Man kann Freude haben an dem, jetzt hat man verloren. Das ist nicht gut. Wir haben Göpp verloren. Aber man kann mitnehmen, dass man auswärts in Dänemark spielen können. Also das ist schon mal etwas, haben wir so positiv gesehen. Aber jetzt muss ich schon mal den Turnaround kommen, der gegen FC Luzern. Ich würde Lugano in der Pole Position sehen dort. So, wir haben selbstverständlich die 7. Runde komplett bei uns im Programm beim Teleclub. Am Samstag werden 2 Matches gespielt, am Sonntag entsprechend 3. Und da freuen wir uns. Ich glaube, die ganze Schweiz freut sich auf den Spitzenkampf IB gegen FC Basel. Euch beiden sage ich merci vielmals für den Besuch im Studio. Merci für eure Einschätzungen. Benni, du gehst ein Studio weiter hin, noch einen Zeck. Heute Abend noch Prag.ch Challenge League mit Kriens gegen GC. Mit höherem Besuch, Freddy Bickel. Also, da musst du Mühe geben. He? Ein paar kritische ein paar Fragen stellen. Genau. Investigativer, ja, Journalismus. Genau. Also, wir werden natürlich das Ganze anschauen. Kriens gegen GC. Ich glaube, das gibt ganz ein spannendes Match, wenn ihr auch eine Challenge League bei uns möchtet schauen. Seid ihr selbstverständlich ab der 4 vor 8. Herzlich eingeladen. Für heute sage ich merci für das Interesse. Bis hoffentlich am Wochenende. Schön hin. Ciao.
Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.